Nun haben wir es schwarz auf weiß. Was denn? Greta wird groß, hier steht es. Kinder, die dieses Jahr 6 werden, müssen in der Schule angemeldet werden. Ach so, ich dachte schon. Das weiß ich doch. Und ich auch. Mama hat mir schon gesagt, dass wir bald zur Schulanmeldung müssen. Meine kleine Greta geht zur Schule. Papa, ich bin nicht mehr klein. Ja, ja, schon gut. 2 Wochen später. Ach nein. Wartet mal kurz. Was denn? Ich glaube, ich habe die Schulanmeldung vergessen. Nein, hast du nicht. Du hast sie eingesteckt. Ach ja, stimmt. Hier habe ich sie. Sag bloß, du bist nervös. Ach Quatsch, ich doch nicht. Hallo Heinrich. Seid ihr auch wegen der Schulanmeldung hier? Ja klar. Ich habe ja so gar keine Lust auf die Schule. Ich schon, ich freue mich schon voll. Ich weiß ja nicht, aber vielleicht kommen wir in eine Klasse. Das wäre super. Mal sehen. Mama, da macht jemand Musik. Kann ich mir das mal ansehen? Ja klar, Greta. Das wird der Musikunterricht sein. Toll. In der Schule macht man auch Musik. Ja, Greta. In der Schule lernt man nicht nur Schreiben, Rechnen und Lesen. Man macht auch Sport, Musik. Man malt, man bastelt. Ihr werdet ganz viele tolle Sachen machen. Das will ich auch machen. Zur Anmeldung müssen wir in den ersten Stock. Die Nächsten, bitte. Jetzt sind wir dran. Hallo. Hallo, unser Name ist Jansen. Hallo Familie Jansen. Und wer bist du? Ich bin Greta. Hallo Greta. Habt ihr denn die Anmeldeformulare dabei? Ja, hier bitte. Danke, ihr habt ja schon alles super ausgefüllt. Und mit wem möchtest du in eine Klasse, Greta? Mit meiner besten Freundin Laura. Geht das denn? Na, ich denke, das kriegen wir hin. Das wäre super. Das war's schon, wir sind fertig. Sie müssen nur noch zur Schuluntersuchung. Da bekommen Sie aber einen extra Brief. Alles klar, vielen Dank. Einen Monat später. Mama, was muss ich bei der Schuluntersuchung machen? Und kriege ich eine Spritze? Nein, Greta, eine Spritze gibt es definitiv nicht. Die Schulärztin wird dich untersuchen und mit dir sprechen, um rauszufinden, ob du zur Schule gehen kannst. Aber ich kann zur Schule gehen, das weiß ich. Ich kann schon bis 10 zählen. Ja, aber die Ärztin kennt dich nicht und weiß das nicht. Deshalb gehen wir dorthin. Ach, sieh an, so ein Zufall. Heinrich ist auch da. Wie geht's euch denn so? Uns geht's gut. Und selbst? Ja, auch. Wir sind zufrieden. Wie läuft es denn mit eurem neuen Hund? Ach, da kann ich dir Geschichten erzählen. Psst, Greta. Was denn, Heinrich? Wieso flüsterst du? Du musst leise sein. Ja, was ist denn? Ich habe keinen Bock auf die Schule. Ich will lieber weiter in den Kindergarten gehen. Deshalb werde ich alles falsch machen bei der Ärztin. Dann wird sie mich im Kindergarten lassen. Also ich freue mich auf die Schule. Schön für dich, ich nicht. Aber wie willst du sowas anstellen? Erwachsene merken sowas. Das kriege ich schon hin, wirst du sehen. Greta, du darfst mit mir kommen. Die Mama darf natürlich auch mit. Also Greta, als erstes schauen wir mal, wie groß du bist. So, 1,20 Meter. Prima. Jetzt gucken wir mal, wie gut du sehen kannst. Was für ein Zeichen siehst du hier? Ein Elefant. Und hier? Ein Schaukelpferd. Und hier unten? Ein Fisch. Wunderbar. Kannst du denn schon deinen Namen schreiben? Na klar, soll ich dir das mal zeigen? Ja, bitte. Hier. Prima, das kannst du ja schon ganz toll. So, hier siehst du eine Bildergeschichte. Und du erzählst mir jetzt, was du da so siehst, ja? Also, ich sehe ein verbranntes Haus. Irgendwer ruft die Feuerwehr an. Die Feuerwehr macht sich bereit, um das Haus zu löschen. Bitte stell dich mal hier hin, damit ich dich messen kann. Nicht klein machen, Heinrich. Gerade stehen bitte. Ja. 1,25 Meter. Als nächstes machen wir einen Hörtest. Du hebst die Hand, wenn du einen Ton hörst, okay? Okay. So, es geht los. Komisch. Hörst du gar nichts? Nee. So, so. Dann muss ich wohl ein anderes Gerät holen und dann fangen wir wieder von vorne an. Nee, nicht nochmal von vorne. Ich kann nichts hören. Aber mich hast du eben sehr gut gehört. Na gut, okay, ich hab was gehört. Dann wiederholen wir das nochmal. So, Greta, ich lege dir hier Edelsteine hin. Kannst du mir sagen, wie viele es sind? 2. Und jetzt? 4. Sehr gut.
Heinrich, schau mal, hier ist eine Bildergeschichte. Erzählst du mir, was du dort siehst? Naja, wenn's denn sein muss. Ein Haus, Feuerwehr, Feuer, ein Kind. Das war's. Heinrich, das kannst du aber besser. Habt ihr Haustiere? Ja, ein Hund. Oh, wie heißt er denn? Peppi. Oh, wie süß. Und wie lange habt ihr Peppi schon? Noch nicht so lange. Wir haben ihn aus dem Tierheim geholt. Und ist Peppi schön brav? Nee, nicht so ganz. Nicht? Und was macht er denn? Er macht ständig irgendwo seine Haufen hin. Oh nein, das ist aber nicht so schön. Nein, aber er macht es nicht mit Absicht. Er muss sich erst an uns gewöhnen. Ja, das kann sein. Na gut, ich denke, ich habe genug gehört. So, Heinrich, eine letzte Aufgabe habe ich noch. Wie viele Edelsteine liegen hier? 2 natürlich, das sieht doch jedes Baby. Oh, schade. Hätte ich mehr, hätte ich dir einen geschenkt. Aber da es ja nur 2 sind, geht das leider nicht. Nee, es sind 4 Edelsteine, 4. Ach, sieh mal einer an, es sind 4. Dann darfst du dir einen Edelstein mit nach Hause nehmen. Oh cool, danke. Also, abschließend kann ich Ihnen mitteilen, dass Heinrich schulreif ist und zur Schule gehen darf. Oh, das ist schön. Irgendwie hat mein Plan nicht so funktioniert. So, wir sind mit der Untersuchung fertig. Und ich kann Ihnen mitteilen, dass Greta schulreif ist und zur Schule gehen darf. Ach, das freut mich. Juhu, ich darf zur Schule gehen! Wir können jetzt nach Hause, Greta, wir sind fertig. Können wir noch kurz auf Heinrich warten? Ja, von mir aus. Und Heinrich, hat dein Plan funktioniert? Nö, irgendwie nicht, ich muss doch zur Schule. Ist das nicht doof? Ach komm schon, das wird bestimmt lustig in der Schule. Na hoffentlich. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Diesmal habe ich mich versteckt und wenn ihr mich diesmal nicht seht, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert uns kostenlos, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Ach so, ich bin nicht der Mann mit der Trompete da hinten, nicht, dass ihr das denkt. Ein kleiner Tipp, ihr könnt mich gar nicht sehen, ich stehe nämlich hinter der Mauer. Also, einen Daumen nach oben für das Video.